Punkt für Runde 2. Die hätte ich gerne auf 3. Boah, die nimmt ja ganz schön viel Platz weg hier. Das war voll die Mortal Kombat Musik hier. Gibst du nicht auf, was? So viel Submachine Gun Ammo jetzt hier. Daneben. Ja, was ist daneben? Abgewehrt, würde ich eher sagen. Das scheint was zu bringen. Hi. Hey. Okay, jetzt hat er mich ausgetrickst. Das lasse ich ihm. Au, da muss ich eh drücken, das war ja gemein. Der twitcht. Aua. Okay, ich sollte unbedingt mal die Armor Capacity erhöhen. Als nächstes. Oh, jetzt kommt das. Ich auch noch. Ne, ich habe keine normale Granate mehr. Was macht der Twitch-Chat gerade? Kommen die Nachrichten einfach nicht an oder was? Hey, hallo, darf ich vielleicht erstmal. Ja, noch die hier. Ich glaube, ich habe gar nichts mehr zum Heilen jetzt. Muss ich halt aufpassen. Ah ne, ich habe ja extra das. Ging jetzt, okay. Ach, bitte nach, ey, da. Dichter. Ja, jetzt muss ich wieder rausfinden, welcher von ihnen das ist. Ja, ja, der. Aua. Mortal Kombat! Was hält der eigentlich davon? Oh cool, dann verschwinden alle. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste er aber langsam mal fertig sein. Auch öfter mal was Neues. Es fällt nicht mein Internet aus, aber dafür der Twitch-Chat. Was ist nur los? Ich guck mal, ob ich noch was schreiben kann. Ja. Bei mir geht's. Okay. Weiter. Riecht nach verbranntem Fleisch. Das weckt keine schönen Erinnerungen. Gibt's noch irgendwas hier? Shotgun Shells? Kein Bedarf. Die hat sicher Leon genommen. Anders mit dem Schatz hier drüben. Sind bei ihr auch? Nee. Da bin ich mir jetzt gerade tatsächlich nicht mehr sicher, was bei ihr hier so alles war. Also gucke ich mich einfach mal um. Okay, da geht's nicht mehr hoch. Hergekommen. Kann ich hier rein? Ich glaub, oh, Flash Grenade. Nicht schlecht. War hier nicht ein Schatz bei ihr? Ja. Das.
bin immer noch beeindruckt davon, wie wir bei meinem Twitch-Playthrough diese eine Cutscene bekommen haben, die Simon und ich bei gefühlt 2 Millionen Durchläufen von Resident Evil 4 nicht ein einziges Mal gekriegt haben. Sodass ich tatsächlich in meinem Resident Evil 4 Stream noch was Neues kennengelernt habe. Wo der Kettensägentyp da vorne irgendwie alles abgesägt hat und das dann eingestürzt ist. Das war echt, das ist echt ein Wunder, dass uns das nie passiert ist, nicht ein einziges Mal. Noch kein Händler, hier steht irgendwann auch der Händler bei Ada. Okay, da kann ich nicht lang, dann gehe ich zurück. Sonst noch irgendwas? Da müsste sie ja ohne Ashley reinkommen. Jetzt die Frage, ob es für sie hier irgendwas gibt. Oh, auf jeden Fall gibt es für sie hier irgendwas. Dann laufe ich jetzt aber auch nochmal zum Händler zurück, dann kann ich direkt wieder ein paar Sachen verkaufen. Oder habe ich nur die eine Sache? Ja, ich habe eigentlich nur die eine Sache. Ja, dann muss das auch nicht unbedingt sein. Gehe ich mal zu Mendes. Kurz darauf hast du was für eine Szene bei einem YouTuber? Was? Wieso hast du denn jetzt einen YouTuber offen? Oder wie meinst du das? Ich bin verwirrt. Gleich da vorne ist es. Oh nein, das Tor ist zu. Whatever will I do? Ah, mit der Kettensäge. Ja. Ach, genau, da wieder ein schönes. Dein Blut hat die Gabe angenommen. Beispiel dafür, wie man jetzt die andere Seite sieht. Schon echt cool gemacht, vor allem weil ich ja jetzt, seitdem ich das auch im Stream gespielt habe, das Original Separate Ways vom Original Resident Evil 4 kenne und das war ja viel bruchstückhafter. Da finde ich, dass der DLC, also dass das neue Separate Ways sich viel zusammenhängender anfängt und halt wirklich gut in das Hauptspiel einfügt. Dieses Lied, das meinte ich ja vorhin schon, das kommt im Original Resident Evil 2 gibt es so ein Lied, das in der Ada-Szene spielt. Beschäftige sie, Leon. Ah, da verlässt Leon gerade das Gebäude hier. Gut, sie hat ihm ja auch gerade den Arsch gerettet. Ah, deswegen habe ich vorhin bei der Kirche gedacht, da wäre das Kapitel vorbei. Weil ich mich daran erinnert habe, dass das dritte Kapitel auf so einem Dach anfängt. Und das bei der Kirche sah ein bisschen so ähnlich aus, als sie da oben stand. Aber nein, hier ist das dritte Kapitel. Wir gehen jetzt in das Haus rein. Hoffentlich finde ich was zu Louis. Du musst ja eigentlich wieder der kleine Schlüsselmeister sein, Simon. Weil Ada hat ja auch welche. Oder? Ne, hier muss ich einen speziellen Schlüssel haben. Aber hatte Ada nicht auch kleine Schlüssel? Oder war das... Das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen.
Schlüssel? Ich glaube, ja. Hier ist der Schlüssel, den ich brauche. Beim Händler, stimmt, das kann sein. Ich glaube, die muss doch mal beim Händler für Spinell eintauschen. Jetzt müssen wir noch das Huhn befreien. Oh, die. Und die Uhr natürlich mitnehmen. Ab in die Freiheit. Oh mein Gott. Ich sollte vielleicht mal irgendwas craften. Das hat jetzt auch nicht so den Unterschied gemacht. Vielleicht wird irgendwann mal der nächste Koffer fällig. Wenn ich mir das hier so angucke. Aber wenn es geht, würde ich gerne noch einen abwarten, um das Geld zu sparen. Jetzt überhaupt die scheiß Granaten da oben. Da oben habe ich doch mal meine Heil-Items. Hallo? Nein, nicht dahin. Außerdem, wenn ich so viele Granaten habe, sollte ich vielleicht mal eine benutzen. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Egal, who cares? Ich brauche einen Hinweis. Ah ja, ich will ja jetzt hier den Schlüssel einsetzen. Auf. Habe ich jetzt auch alles hier? Ich glaube, sonst gab es hier nichts. Und das. Sell for awaiting judgment. Brothers and sisters, our Lord is displeased. Do not recklessly slay outsiders at will. All people have a right to fair judgment. Henceforth, we shall deliver solemn justice without prejudice. Take anyone you capture to the factory basement. Do the same with traitors. Tja. Vielleicht ist er dort. Ich war gut versteckt da. Weg hier! Den habe ich ganz vergessen. Moment. Gab's da ein Autosave? Vielleicht ist er dort. Den müssen wir wohl wegballern. Es gibt kein Entkommen. Tschüss. Aua. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich hab doch noch wieder Schaden genommen hier. Das gibt's ja nicht. Das hält ihn jetzt komischerweise auf. Ich meine, wir hatten im Hauptspiel eine Cutscene, wo der Typ mit bloßen Händen mehrere Metallstangen verbogen hat, aber das hält ihn jetzt auf. Genau das Richtige hier für einen Profi wie dich. Ja. Mal eben schauen, gab es hier eigentlich noch irgendwas? Lag hier irgendwas rum? Ah. Hier gab es einen Schatz. Mich tatsächlich nicht mehr daran erinnert. Ich habe aber immer noch nicht genug für das und für das auch nicht. Mann, wir brauchen mehr Edelsteine. Du bist eine
die anpacken. Das sehe ich sofort. Ganz genau. Willkommen. Hab auch noch das können wir mal verkaufen. Ein hervorragender Deal. viel Geld habe ich jetzt eigentlich nicht, ne? Nur 18.000. Deine Waffen sind bei mir in guten Händen. Ah, was macht er mit den was machen wir mit den Spinellen? Ich würde mir vielleicht mal die Treasure Map holen. Wo wir unsere Ware her haben. Glaub mir, das willst du nicht wissen. Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. Wann gibt's denn den ersten kleinen Schlüssel, den wir brauchen? Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ich bin versucht, den hier zu holen. Dann kann ich nämlich den da drüben noch einsetzen. Oder das. Ja, wie viel? Ja, wir haben aber auch nur, wir haben zwei davon. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Wie wär's? Ach, weißt du was? Wie wär's einfach mit mehr Schaden machen? Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Ich bin mir nicht so sicher. Irgendwie. Oh, Laser Sight. Das ist, was ich derzeit habe. Aber ich habe ja gar nicht die Punisher MC. Oder bin ich mir jetzt auch nicht sicher, haben wir die Punisher gekauft? Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Ach, ich mach erstmal ohne weiter. Ich kann das doch auch so. Aber ich geh mal eben pinkeln. Some grubby thief has stolen a jacket. One of those nice sheepskin leather ones. Think you can get it back? I think I do. Hab was. Ach ja, jetzt kommt hier ihr Iris System wieder. Müssen von Mendes sein. Ich hab das Ding gesehen, ich wollte daran vorbeilaufen. Das geht nicht. Ja. Okay. Hab was. Hi, wie unsere japanische Lehrerin sagen würde. So. So war das geplant. Hi. Zu einfach. Ich sollte die Pistole vielleicht auch irgendwann tatsächlich mal upgraden vom Schaden her. Mann, ihr seid so dämlich, das gibt's gar nicht. Aua! Da haben wir die Jacke. So, die bringe ich auch direkt zurück. Willkommen, Fremde. Gut gemacht, Fremde. Hab auch noch ein paar andere Sachen so auftreiben können. Jetzt. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sag... Wenn ich mir das gerade so angucke, war das gar nicht so cool, diese zu holen. Danke. Komm bald mal wieder. Ich meine, vorbei, ist auf jeden Fall praktisch, die zu haben, aber vielleicht doch nicht so praktisch, die jetzt zu haben. Naja, lass mich nochmal neu laden. Ich hole mir lieber doch gleich einen kleinen Schlüssel, weil ich weiß nicht, wann der erste nötig ist. Hab was. Ja.
müssen von Mendes sein. Ach, jetzt geht er auf einmal weiter, ha? Das kennen wir doch von Leon. Oh oh. Verdammt. Wo hat sie das eigentlich her? Jetzt kommen sie natürlich dahin, wo. Ach, doch, da. Leon und Louis ihren Spaß hatten. Fehlanzeige. War das Louis? Die sind von Louis. Unknown numbers 422.1625. Ist das eine Frequenz? Mein Let's Play sehen. Ist mein Job. Wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt den Bernstein? Da ist ein großes Haus, etwas abgelegen, hinter der Windmühle. Weißt du wo? Ja, sagt mir was. Dann komm zu mir. Ich warte so lang. Tja, aber jetzt geht der Spaß los. So, Luis, kann noch etwas dauern. So hoch wollte ich eigentlich nicht zielen. Mann, wir hätten ja aus. Meine Güte, also wir müssen echt mal unsere Pistole stärker auch machen auch. So, jetzt kommt der erste Spaß. Hi. Aber gar nicht so besonders schwer, weil man die ganze Zeit diese Fenster hier benutzen kann. Ganz schön zäh.
das jetzt endlich mal. Ja. Danke sehr. Ey, das war jetzt aber unfair. Oh, das meine ich eigentlich nicht. Aber... Nein, Messer! Messer soll zu machen! Messer soll zu machen! Messer! Ach, dann halt nicht. Noch so eine? Geh doch wieder darüber, Mann. Meine Güte. Ach, schon hin. Na also. Man kann auch natürlich nicht einfach so abhauen, weil man hier erstmal das hier drehen muss. Also ich glaube, man konnte auch abhauen, wenn man die halt zu Boden schleudert und dann das hier schnell genug macht. Aber das muss man erstmal wissen. Oh nein. Oh nein. Schlechter Tag. Wesker-chan. Wesker, was verschafft mir die Ehre? Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Finde Luis. Bring mir den Bernstein. Mach's doch einfach selber. Fürsorglich von dir. Bleib doch noch. Und hilf mir. Ich bin nicht dein Aufpasser. Und ich bezahle dich nicht dafür, mir zur Last zu fallen. Ich habe keine Verwendung für Inkompetenz. Soll das eine Drohung sein? Mach deinen Job. Ich melde mich. Ada? Na endlich! Ich warte schon eine Ewigkeit. Du kommst auch, oder? Ja, tut mir leid. Ich wurde aufgehalten. Bin auf dem Weg. Okay, dann bis gleich. Ciao. Ach, wir haben jetzt die Schatzkarte hier. Was habe ich denn so Schönes verpasst? Abandoned Factory. Moment, da ist ein... Oh, fuck. Komme ich da nochmal hin? Komme ich gar nicht wieder hin, oder? Das geht ja nicht. Also das muss ich dann leider nochmal machen. Oh, ich weiß auch wo, glaube ich. Ja, wir wollen doch auch alle Schätze haben, also. Kann ich das jetzt auch noch ein bisschen besser machen? Oh, hier ist er!
Ich glaube, ich weiß auch schon, wo das war, was ich gerade verpasst habe. Das war bestimmt da. Aber okay, ich kümmere mich jetzt nochmal um den hier. Wow, wo kommst denn du her? Hallo? Aber kein Problem. Hier gibt es ja auch noch diesen Oh, scheiße. Ja, Moment. Ich muss da gleich nochmal zum Händler. Kann ich überhaupt noch zum Händler, wenn ich da rausgehe? Das geht gar nicht, oder? Ich will mal eben hier was gucken. Alles kein Ding, aber es geht ja nicht, dass wir den Schatz da nicht Willkommen, mitnehmen. Fremde. Gib mir den Schlüssel. Ha, stirb mir da draußen nicht weg. Ha, ha. Mach ich nicht, kein Problem. Ach was. Müssen von Mendes sein. Hey. Gemein, dass das nie klappt. Ja. Danke sehr. Konnte man den Crossbow auch... jetzt schon holen. Gut, okay, dann können wir das jetzt holen. Auf jeden Fall, dann können wir hier aufmachen. Dann kann ich einmal meine ganzen Waffen wegtun, damit ich Platz habe. Storage. Wegtun, 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 wegtun. Ich denke, das reicht. Was nach deinem Geschmack? Ich kann das hier eigentlich einfach hier liegen lassen, hallo. Wir benutzen das zwar nie, weil so... Ist nicht so cool, haben wir das nie gefunden. Willkommen. Aber es gibt natürlich Geld. Da wären natürlich noch Geld. Neue Waren, die dich interessieren könnten. Also, den bitte verkaufen, ich das verkaufen. Ich wusste, du hast es drauf.
Oh, sieh dich einer an. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Hey, gute Entscheidung. Ich weiß. Gib mir einfach alle, dann habe ich die auf jeden Fall. Danke. So. Jetzt hätte ich gerne meine Waffen wieder. Das Elite-Knife darf ich natürlich nicht mitnehmen. Wo habe ich das vorhin gemacht, dass es gepasst hat? Achso. Da unten. So, jetzt bin ich auch zufrieden. Ich kann es nicht akzeptieren, hier das ganze Zeug da liegen zu lassen. Auch wenn ich dafür jetzt nochmal ein paar Sachen, ein drittes Mal machen muss. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja alles easy. Mal runterlaufen. Hier muss es sein. Verdammt. Fehlanzeige. So. Die sind von Luis. Ist das seine Frequenz? Gut. Warum hat der denn die Sachen jetzt hier alle falsch gelegt? Das geht ja nicht. Ja, nein. Ich sehe gar nichts bei dem Licht hier. Nachladen. Auch nachladen. Oh, das war ja gar nicht die richtige. Aber dadurch kann ich es so machen. Echt keine Zeit. Für dich auch nicht. Könnt immer bitte alle weggehen. Oh.
rein, Christian! Hallo! War die Arbeit bei den Verrückten. Oh, Scheiße. Jetzt mal hin sein. Genau. Und dass ich diese Passage recht oft gespielt habe gerade. Weil ich einen Schatz verpasst habe. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Jetzt habe ich aber alles hier, oder? Oh, Moment. Da noch wäre was gedroppt. Ne, da liegt einfach noch was rum. Also, wie kann ich denn das alles hier verpassen? Das geht ja nicht. Wo war das denn jetzt noch? Unten im Flur. Nein. Das brauche ich. Ah, da drüben. Schön, 40 Stück sogar, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kann ich eigentlich schon wieder Shotgun-Ammo machen? Nee. Brauche ich mehr Gunpowder. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Ich noch mal anmerken, wie verrückt die Ladezeiten in diesem Spiel sind. Insofern, als dass sie quasi gar nicht existieren. Also, so, das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt fehlt hier nicht ein Schatz, zu dem wir nicht mehr hinkommen. Und da ist auch gleich noch einer. Gut. Ach, das war der Teil, wo das jetzt auch mal ein bisschen gruseliger wurde bei Ada. Habe ich immer noch nicht genug. Nee. Da brauche ich noch ein bisschen mehr für Shotgun Shells. Ist der Hund immer noch da? Oh, hi. Ist da noch ein Ei für mich? Schatz, da muss ich, glaube ich, hinten raus. Das war so eine Kiste. Ja, da. Oh. Wollt ihr jetzt mal irgendwelche Sachen, die wir hier vernünftig einsetzen können? Ich habe vorhin weggeworfen. Mist. Und dann müssen wir das wohl so machen. Das ist neu. Ich hab den dahinter erschossen. Dadurch. Scheiße, war nicht schnell genug. Aua! Gut. Also du hattest einen tollen Arbeitstag mit ganz besonders netten Kunden, entnehme ich deinem vorletzten Kommentar. Nur hier war jetzt der Händler. Elf
Tropas o Basero está en el caserón reunida todo el mundo desperado a nuestro gran hijo. Claro. The outsiders in the village assemble, the village awaken our great child. Ich hab genau das Richtige hier für einen Profi wie dich. Danke. Dann sag ich mal. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Ah, neues Case Upgrade. Und ich denke, das sollten wir uns jetzt auch mal holen. Dir, Fremde. Na dann, was kann ich für dich tun? Ich glaube, das steht da nicht auf Spanisch. Das Messer ist noch heil. Oh, okay, halt. Danke, Sven. Hat GPT ja sogar irgendwie recht gehabt. Komm, was krieg ich denn für meine zwei Spiele? Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Blau oder Rot könnte ich kriegen. Oh, das wäre nicht schlecht. Willkommen, Fremde. Gib mir mal den da. Wurst? Was, Wurst? Wurst ist auch nicht schlecht, aber eigentlich wollte ich hier jetzt was verkaufen. Machen wir mal so. Dirb mir da drauf. Diese kleine Bitch. Okay. Fremde. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Ja, das hoffe ich doch. Das brauche ich nämlich auch. Weil erstmal. Deine Waffen sind bei mir in guten Bitte mehr Schaden. Verstehen wir deinen Geschmack, bitte mehr Ammo Capacity. Bist du beeindruckt? bei den Moment. Handwerklichen bitte auch mehr Ammo Capacity. Und auch mehr Schaden. Für diese und noch mehr Schaden, weil die brauche ich ja. Spitzengefühl, Fremde. Auf die Details kommt's an. So. Wirst schon sehen. Nee, das war nicht immer Deutsch, aber Adas DLC würde bedeuten, dass wir die ganze Zeit Adas Stimme hören, die ungefähr so klingt und alles ist so unglaublich spannend. Und deswegen haben wir aus Spaß einfach auf Deutsch umgeschaltet. Meine Waren sind in einem Ach, die Charms kauft man ja jetzt auch hier bei ihm. Wird Christian hier von GPT gedisst? Ich glaube, es geht los. Es hat Machine Gun Ammo Craft Bonus Frequency. Das klingt schon irgendwie nett. Aber irgendwie. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, so angenehme Reise. Lass ich lieber mein. Bald lieber mein Geld für andere Sachen. So, wie sieht's denn hier jetzt aus? Kann ich hier wieder ein bisschen Stealth machen? Gibt's hier noch einen Schatz? Da gibt's noch einen Schatz. Mit einem kleinen Schlüssel. Okay, GPT fängt immer mit Ach an. Schöner Reim mal direkt, ne? Ich glaube, den wollte ich immer von hinten abstechen. Das hat nie funktioniert. Er hat sich immer vorher umgedreht. Also kriegt er jetzt einfach eine Kugel in den Kopf. Ich hab's befürchtet. Na toll. War hier nicht auch so ein Oxy-Oschi? Hallo? Hörst du mal auf? Oh, ich habe gar keinen Schuss dafür. Ja, dann gehe ich mal eben hier rein. Tschüss! Ah, das habe ich irgendwie gar nicht so richtig überdacht, obwohl. Wow. Auch mal interessant. Zu sehen, was dann passiert. Och ne. Ah, Moment. Mr. Armour ist völlig doof. Au.
doch nichts zum Heil. Ja doch, ich habe ein Ei. Langsam könnt ihr mal ein paar Heil-Items droppen hier. Ah, na also. Warum ruckelt das denn jetzt hier? Wobei, das hatte ich glaube ich schon mal. Und das war, ja doch, als ich das Hauptspiel gespielt habe, hatte ich auch plötzlich ruckeln. Sven, ich glaube, deine Grafikkarte geht langsam kaputt. Das war doch vorher nicht so. Ich glaube, ich habe in den Grafikeinstellungen irgendwas anders gemacht als letztes Mal, als Simon und ich mal gespielt haben. Oh, ein Spinell. Oh, ein goldenes Ei. Ja, ich weiß nicht. Hier irgendwo ruckelt das. Oh, jetzt geht es sogar gerade wieder ein bisschen. Aua, ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich habe zwischendrin, hatte ich nochmal andere Grafikeinstellungen für den Stream, habe ich irgendwie wieder irgendwas eingestellt. Es kann gut sein, dass ich die einfach ein bisschen doof eingestellt habe und das deswegen diesmal ruckelt. Vielleicht habe ich irgendwas so hoch gestellt, was ich bei meinen 10 Millionen Playthroughs mit Simon nicht so hoch hatte. So, ich glaube, sonst gibt es jetzt gerade nichts mehr für mich, oder? Ein paar Kisten sind ja neu erschienen, aber... Dann gehen wir jetzt mal da weiter, ne? Hey, was war das für ein Geräusch? Vielleicht war es die Musik. Das sind jetzt auch noch mal welche, oder? Ja. Mal die Axt bitte fallen. Nächster? Oh ne, jetzt hat sie auch noch hier. Hatte man mit Ada den Stock für die TMP bekommen? Ich bin gar nicht mehr sicher. Damit das Fadenkreuz vielleicht mal ein bisschen kleiner wird. Pipe. Okay, hier haben wir jetzt auch alle Schätze. Ja, ich habe auch irgendwie alles vergessen. Aber haben wir den DLC auch recht oft gespielt? Da haben wir ja schließlich auch sämtliche Achievements geholt. Oh nein. Fällt gerade wieder ein, was ich jetzt noch machen darf. Oder sagen wir mal, was ich jetzt noch versuchen darf, bevor es 11 Uhr wird. Mal gucken, wie das so läuft. Vor allem, wo ich irgendwie überhaupt nichts zum Heilen habe. Könnte das ein bisschen interessant werden. Hey. Wo ist denn der Typ nochmal, der das Dynamit hier wirft? Ach, da oben. Glaube ich auch noch mal einer. Da oben drauf. Hallo, Messer bitte. Hallo? Also, ich stand davor.
Manchmal kommt das Symbol nicht, wenn man zu oft rumfuchtelt, aber ich habe dann ja sogar aufgehört zu fuchteln. Na, rutscht da noch runter? Das war jetzt irgendwie witzig. Bist du tot? Drop doch mal was. Hier gibt es ja auch noch jede Menge Schätze. Ich meinte auch, dass ich vorhin hier einen gehört habe. Hier war irgendwie so ein Gequietsche. Ah ja, da. Der ist das. Wo noch? Da drüben? Nicht auch noch der Händler? Da, oder? Ja. Hallo? Hm. Sogar einer in Gelb. Und da ist noch was. Kann ich ja nicht rein? Nee, oder? Nee, kann man gar nicht rein. Auch cool, man sieht, wie da hinten gerade das Haus belagert wird. Wo Leon und Louis gerade Spaß haben. Hier ist echt kein Händler jetzt? Noch mal eben zurück. Um noch mehr Geld zu holen. Dann stoppe ich hier sogar, weil es eh gleich 11 ist. In welchem Kapitel sind wir denn jetzt? 3. Schaffe ich das dann nächstes Mal? Vielleicht mache ich noch ein ganz bisschen weiter. Na komm, ich versuche das jetzt einmal, was da gleich kommt. Ich will es ja nicht verraten, aber ja, einmal versuche ich es. Dann sind wir zumindest mal in Kapitel 4. Man sollte das hoffentlich. Das willkommen. Na dann, was kann ich? Ein hervorragender Deal. So, vielleicht noch mehr Ammo bitte dafür. Ja, wie du es haben wolltest. Dann ist das wieder alles weg. Ich hätte ich mir eigentlich noch ein First Aid Spray kaufen sollen. Oh well. Irgendwas, was ich verkaufen kann. Ich kaufe fast alles. Ich kann jetzt auch nicht all meine Pistolenmunition verkaufen. Ich bräuchte 3000 für einen. 2600 bräuchte ich. Kann ich? Stirb mir da draußen nicht weg! Haha! Haha, wie lustig, ja. Versuche ich. Komm, wir gucken mal, was das wird. Ach, Moment, ich kann einfach hier.
Wow, beachtliche Fanbase, Luis. Ja, es wäre ja schon echt nervig gewesen, ne, wenn Ada... auch gegen so einen kämpfen müsste. Oh nein, was haben wir denn da? Das ist immer ein bisschen messy bei dem. Mal gucken. Ist hier jetzt Attack on Titan Action. Tut mir leid. Hier ist Endstation. Nachladen hier. Oh, der hat das Haus kaputt gemacht, oder? Also jetzt muss ich definitiv mal nachladen. Und das nachladen. Da unten sind auch noch Typen, ne? Anderer Spaß. Finde ich auch noch Zeug hier unten oder bilde ich mir das gerade nur ein? Oh oh. Puh. Auch. Ah. Und auch so ein Heini hier, ey. Oh, das konnte ich einfach nicht benutzen. Okay, eigentlich wollte ich da hoch, aber... nicht. Okay, das Haus gibt's wohl auch nicht mehr. Mal das hier. Doch, alles muss ich nachladen, ey. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Mal durch deine Beine laufen. Haben wir den nicht einmal mit dem Messer besiegt? Fällt mir gerade hier ein. Aua. Ständig muss ich alles nachladen hier. Oh, ich hab wieder eine Granate.
Da springt er jetzt weg. Ich glaube, wir haben jetzt aber nichts mehr zum Hochklettern. Wow. Wie soll man da denn bitte ausweichen? Der kippt jetzt endlich mal. Damit ich nochmal das Messer benutzen kann. Darf ich jetzt mal? Dankeschön. Hui. Hast du langsam genug? Ne, leider immer noch nicht. Aha. Messer, ich sag's euch. Messer in den Fuß, das ist einfach. Unglaublich schmerzhaft. Sag gute Nacht. Hätte besser laufen können dabei. Es hat beim ersten Mal geklappt. Wiedersehen. Hey. Hast du eine Kippe? Hab ich. Die, die du magst. Wo ist der Bernstein? Die Cutscene kennt man im Grunde ja schon. Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hol ihn. Was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Boah, ist das bei euch auch so heiß? Meine Fresse. Da. Gut, ich denke, hier ist jetzt wahrscheinlich das Kapitel vorbei. Ja, ruf da. Ja. Dann spreche ich mal. Ich spreche lieber nochmal ganz oben, damit ich das auch nicht suche nächstes Mal. Gut, dann gehe ich davon aus, dass wir nächstes Mal damit fertig werden. Ups, ich wollte nicht noch weitermachen. Alles klar. Dann gute Nacht und bis nächste. Mann, jetzt wollte ich es so verliebt nochmal anmachen, das lädt nicht. Bis nächste Woche. Gute Nacht.